So, meine lieben Liebenden, willkommen zu einer weiteren Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Wir haben letzte Folge True Fruits getestet, und zwar die Winter Edition True Fruits Zinni-Minis Smoothie, der nach Zinni-Minis Milch schmeckt, die zurückbleibt im Glas, wenn du nicht ganz aufisst. Das Design ist ja wirklich eigentlich cool, dass die ganzen Zinni-Minis hier in diesen Mixer reinkommen und zerteilt werden. Haben alles vorgelesen, hat aber statt dieser Zinni-Minis präsenten Milchnote dann plötzlich eine extreme Saftnote, wohl von Traubensaft, der auch mit drin ist. Geht also dann doch in die saftige Richtung, wahrscheinlich True Fruits, deren Geheimrezept. Und jetzt haben wir ja gesagt, wir haben noch einen zweiten, wir haben auch das Cola-Fläschchen. Auch wahrscheinlich wieder für 4 Euro ungefähr durchschnittlich, und das wollen wir euch jetzt mal zeigen. Hat einen roten Deckel, ist Cola-Fläschchen Smoothie. Kommt nicht in die Tüte. True Fruits Sommer Edition. Summer Edition. Sommer Edition. Also, True Fruits auf jeden Fall für Thumbnail. Zubereitung aus Früchten. Fruchtsaft und ätherischen Ölen. Traubensaft. Also schmeckt es wahrscheinlich wie das Zinni-Minis. Pflaumenpüree. Apfelsaft. Birnenpüree. Dattelsirup. Datteln, Wasser, Zitronensaft, ätherische Öle, Orangenöl, Limettenöl, Zimt, Rindenöl, Zitronenöl, Muskatnussöl, Koriandersamenöl, Lavendelöl, Sommer Edition Cola Fläschchen. Und jetzt die Geschichte dazu, pass auf. Das ist doch total ungesund. Du kannst es nicht mehr hören. Diese ständigen Gesundheitstipps von Leuten, die du nicht danach gefragt hast. Egal ob auf Social Media, weil dir eine neue Saftkur angedreht werden soll, oder bei Tante Beate, weil du das letzte Stück Kuchen nimmst. Alle sagen dir ständig, wie viele Kalorien deine Trüffelpaste hat, die du eigentlich gerade genießen wolltest, oder dass du die Hände lieber aus der Gummibärchentüte lassen solltest. Und genau dafür haben wir diesen Smoothie kreiert, damit allen das Salatblatt im Hals stecken bleibt, während du dir zum Frühstück ein Gummibärchen-Smoothie reinkippst. Das Cola-Fläschchen, Gummibärchen-Smoothie. Na gut, es gibt ja auch Cola-Fläschchen als Gummitierchen. Wird wohl jetzt also danach schmecken. Ich habe jetzt trotzdem an normale Cola gedacht. Was die ja nicht wissen müssen, hier stecken natürlich keine pürierten Süßigkeiten, sondern nur echte Früchte wie Traube, Pflaumen und Birnen drin. Aber wenn du jetzt glaubst, dass dieser Smoothie hier dich fit und schlank macht, sorry Baby, er hat immerhin noch 172 Kalorien. Dann trink lieber Wasser. Basta. So, Cola-Fläschchen kommt nicht in die Düde. Das wollen wir jetzt mal testen, das werden wir jetzt mal schütteln. Wenn wir mal aufmachen, wenn wir mal hier reinfüllen. Batsch! Eigentlich wollte ich die zwei ja zusammen in einem testen und dann zusammen in ein Glas und dann. Aber ich finde, das hat. Jeder hat seine eigene Folge verdient. Wir füllen das jetzt hier auch hier ein. Sieht auf jeden Fall schon mal nicht aus wie Cola. Riecht aber wie Cola. Fläschchen zumindest. Also wirklich, wie wenn ihr diese Gummi. Tierchen, Cola-Fläschchen kauft, die ich übrigens sehr cool finde, schon lange nicht mehr hatte, aber in der Kindheit, ihr erinnert euch vielleicht, ne? Cola-Fläschchen aus Gummi, die waren immer richtig toll. Hat hier halt so eine, sieht eher so wie so Pflaumenmus. Das ist Pflaumenmus im Glas, riecht nach Cola-Fläschchen, wir probieren mal. Oha. Finde ich eigentlich echt interessant. Ich dachte gerade so, okay, wenn du selbst so ein paar Cola-Fläschchen isst, isst du so 2, 3, 4, 5, bla. Aber das teilt sich immer auf. Aber zum Trinken generell dieser Geschmack komplett ist vielleicht viel zu aufdringlich und ist nichts zum Trinken. Richtig abartig. Aber ich habe das jetzt getrunken. Es hat wirklich diesen Cola-Fläschchen-Geschmack. Komplett und ist auch gar nicht so aufdringlich. Ich weiß gar nicht, wieso das jetzt so interessant schmeckt. Traube, Pflaume, Apfel, Birne, Dattel. Das ist eine sehr interessante Kombination.
Es riecht wirklich genau danach. Wir können ja mal den ganzen Rest von der Flasche austrinken. Vielleicht ändert sich dann meine Meinung dazu. Jetzt die letzten Tropfen haben auf jeden Fall irgendeinen komischen säuerlichen Nachgeschmack. Nochmal. Aber da sind jetzt so viele Säfte drin. Alle irgendwie mit Fruchtsäure und dem ganzen Zeug dran. Also, macht trotzdem erstmal einen guten Eindruck. Wer auf diese Cola-Fläschchen steht, der wird hier den Geschmack wiedererkennen, wird sich fühlen wie zurück in die Kindheit teleportiert. Das fand ich cool. Würde ich mir aber an sich trotzdem nicht nochmal kaufen. Das Design finde ich übrigens nicht so toll. Da fand ich das hier irgendwie viel stimmiger und gemütlicher. Das ist mir mit diesem in der Mitte einfach so einen braunen Haufen hingerotzt, sieht das für mich jetzt nicht so schön aus wie die andere Flasche, ja. Wenn ich die zwei vergleiche, gewinnt das, das nicht. Geschmacklich, das schmeckt genauso wie die Cola-Fläschchen, das sollte wie die Zinni-Minis schmecken, aber driftet in eine ganz andere Richtung auf einmal ab. Also alles hat seine Vor- und Nachteile, alles ist mit Traubensaft gemacht. Ich glaube, das war's von meiner Seite aus. Kennt ihr die Cola-Fläschchen, kennt ihr True Fruits? Habt ihr auch schon mal so einen Smoothie von True Fruits gegessen? Getrunken meine ich natürlich. Gab es ja auch den mit Dominostein, was auch mal eine Winter Edition war. Gibt so viele andere Sachen. Die haben auch diesen True Fruits X Löwensenf Senfshot gehabt. In so einem kleinen Fläschchen, was ich auch mal mit Hannes getestet habe. War auch ein Video dazu. True Fruits X Löwensenf. Den fand Hannes richtig toll, ich auch. Das ist alles süß, aber egal, wir müssen alles testen, wir wollen alles wissen. Das war's von meiner Seite aus. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.